So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Gelb. Das Offscreen-Leveling ist schon fast abgeschlossen. Die letzten zwei Schritte wollte ich euch nun nicht vorenthalten, da die letzten zwei Schritte zwei Entwicklungen beinhalten. Und zwar die von unserem Taubsi. Ja, es ist Level 17. Ich habe es allerdings nicht von Level 8 bis auf 17 gecreept. Nein, ich habe ganz zufällig hier in diesem Gras ein wildes Taubsi Level 17 gefunden und es mir gleich mal zu eigen gemacht. Und auch das alte Taubsi Level 8 gleich in die Box geschmissen und anschließend in Freiheit entlassen. Das heißt, das wird uns so jetzt erstmal nicht mehr belästigen. Und Taubsi ist jetzt auch schon Level 18 und wir sehen eine weitere Entwicklung. Boom. Und da wird unser kleines Taubsi zu einem Tauboga. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall viel nützlicher, von den Werten her auch gleich mal viel stärker. Und vom Level her ganz zu schweigen, das sowieso. Jetzt ist Glumanda dran. Denn das Tolle ist, wir kriegen das Pokémon auf Level 10 und müssen es dann nur noch 6 Levelchen trainieren. Habe ich auch schon fast komplett getan. Brenne, Mirapla, brenne! Ja, der Absorber juckt mich jetzt mal gar nicht. Stirb! Supidupdidup. Glumanda erreicht Level 16 und auch Glumanda entwickelt sich. Glutexo. Jawohl, damit wäre das Offscreen-Leveling komplett abgeschlossen und wir können uns jetzt endlich hier auf dieser Route 25 weiter fortbewegen. Den haben wir jetzt schon besiegt. Ja, machen wir den mal platt. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Das wollen wir doch mal sehen. Wanderer möchte kämpfen. Mach hallo. Ja, Glutexo sieht von der Seite auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber das macht nichts. Es kann immer noch sehr gut Feuer entfachen. Und von Karateschlägen einen auf den Sack bekommen. Ma, komm schon. Nee, so nicht. Dämliches Viech. Ja gut, dann machen wir es halt mit Sandern. Den brauchen wir eh im nächsten Kampf. Im nächsten Arena-Leiterkampf. So. Und schon können wir Sandern wieder auswechseln, weil ein kleines Kleinstern reinkommt. Das macht dann Smetbo. Go, Smetbo! Konfusion! Deine Verteidigung ist mir sowas von egal. Stirb. Bam. Tschüss. Wanderer erfolgreich besiegt. Du hast gut gekämpft. Ja, und du eigentlich total scheiße. Ja, mit Sandern kämpfen wir dann mal weiter. Oder nehme ich Sparky? Ah ne, ich nehme Sandern. Passt. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Ach, ich dachte, die stehen ja einfach nur rum. So, als Spaß an der Freude. Teenager setzt Radfratz ein. Ja, Wunderbärchen. Können wir uns jetzt an all den Radfratz rächen, die wir Keeper zahlen. Wow. 11 KP. Ist ja ein ganz hartes. Aber ich finde super, dass Sandern bereits Schlitzer kann, weil Schlitzer ist eine richtig schöne Attacke. Rabitak. Ach Gott, Furienschlag, komm mir auf damit.
Wobei das auch irgendwie lustig gemacht ist, die Attacke. Critical, so soll das sein. Tschüss, Habitak. Du bist richtig gut. Ja, was erwartest du? So, den Trainer heben wir uns auf, den brauchen wir später noch. Oh mein Gott, wie gern würde ich jetzt mit Glutexo kämpfen, den brauchen wir beim vierten Arena-Leiter. Aber Sanan ist jetzt erstmal wichtiger, aber ich glaube, die hat auch wieder Miraplas oder so. Hey, hallo, mein Freund ist cool. Ja. Ich bin cooler, wollen wir wetten? Du kleine Göre. Nidoran männlich. Okay, doch kein Miraplas, zumindest nicht an erster Stelle. Los! Bäm! Schlitz ist kaputt. Oder wie ein ganz bestimmter Let's Player sagen würde, Schlitz! Aber da ich nicht dieser ganz bestimmte Let's Player bin, werde ich das auch nicht sagen. Kratz! Okay, Schlitz wäre besser gewesen. Egal. Reicht aus, um zu siegen. Und Level 18. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich war nicht in Form. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ach komm, Sparky. Draufge... schießen. Mach mal einen Schritt nach vorne, du. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Das stimmt nicht, Bill, oder? Also ich glaube jetzt einfach mal, dass es nicht Bill ist, weil warum sollte es auch Bill sein und du setzt einen Kleinstein ein? Hätte ich ja gleich mit Pikachu kämpfen, mit Smetbo kämpfen können. Ja, du mich auch. Konfusion. Und Kleinstein ist serviert. Wunderbar. Los, komm, gib's dir. Bam. Und tschüss, Kleinstein. Bam. Was hat denn der jetzt? Sag jetzt nicht, der hat nur Kleinstein. Wäre schon irgendwo ein bisschen nervig. Ich meine, ich brauche nur zwei Konfusionen pro Kleinstein, aber ich... Yeah, Level 20. Aber muss ja nur nicht sein. Ah, Macholo, auch cool. Konfusion, very effective. Ciao. Und noch ein Kleinstein, na gut, 3 von 4 Kleinsteinen, na gut. Immer noch besser als 4 von 4. Und dein dämlicher Einigler bringt dir überhaupt nichts. Critical, nochmal ganz zum Schluss richtig eine rein. Vielleicht merkst du es dir jetzt mal. Du hast mich besiegt, natürlich. Und du warst, glaube ich, der Freund von dem Mädel da unten, richtig? Ich bin richtig cool, ich habe eine Freundin. Ja, du klingst ja schon fast wie Gary. Pfadfinder, möchte kämpfen. Ach so, mit deiner Uniform beeindruckst du hier also die Mädchen, hm? Aber mein Sparky scheißt auf deine Uniform und macht deinen Radfratz erstmal platt. Und der Hyperzahn wird auch mal gekonnt ignoriert, auch wenn es ein Volltreffer ist. Das sei jetzt mal dahingestellt, das ist unwichtig. Und dein Rettern wird auch ganz schnell fallen. Denn es wird der Konfusion unseres Smetbos zum Opfer fallen. Bam! Chibi besiegt Pfadfinder. Ach, so ein Mist. Ja, jetzt bist du nicht mehr so cool, wa? Und indem ich das jetzt so genial gemacht habe, indem ich den einen vorgelockt habe und hier unten rumgegangen bin, ja, wie man jetzt auch schon sieht, habe ich es dann geschafft, ohne Zerschneider zu besitzen, langsam, dieses Item hier abzugreifen
TM19, was. Moment, gleich weiß ich's wieder. Geowurf war, genau. Pikachu kann Glutexo. Nö, ich heb mir das jetzt erstmal auf. Die hat dann aber wieder Mirapla oder Mauzi. Was hast du denn so Schönes? Ja, ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Klar. Ich hätte dich auch für den Rest des Spiels einfach hier stehen lassen können. Oh nö, kein Rettern. Ich mag Rettern nicht. Aber sein Sprite ist cool. Konfusion! The attack is very effective. Und Sandan. Nee, komm, Smetbo, das musst du jetzt machen. Da musst du jetzt einmal das Pokémon des Gegners so richtig schön fertig machen. Wobei ich eh nur eine Attacke benutze. Way. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Und warum kämpfst du denn jetzt gegen mich? Oh Mann. Ich will gegen dich kämpfen, aber ich weiß schon, dass ich verliere. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin so neidisch. Also hat sie entweder ein Pipi oder ein Pummeluff. Göre setzt Mirapla ein. Oh nö, das kann auch wieder Smetbo machen. Oh Mann, Smetbo, du hast ganz schön zu tun hier, wa? Wobei ich dich eigentlich überhaupt gar nicht mal mehr so wirklich brauche, außer vielleicht. Ja, höchstens, allerhöchstens bei den Top 4, aber da habe ich sicherlich schon ein ganz bestimmtes anderes Pokémon, was ich mir holen wollte. Ich weiß allerdings nicht, ob es klappt, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Also, das wäre jetzt quasi ein, ja, Let's Test in einem Let's Play, um herauszufinden, ob das wirklich funktioniert. So, und das kann jetzt wieder Sparky machen. Ich habe das irgendwo mal gelesen, das ist eigentlich relativ umständlich, was ich vorhabe. Doch da YouTube ein wenig geholfen hat und ich durch Zufall auf so ein Video gestoßen bin, weiß ich, dass es viel einfacher gehen tut, tun. Und auch schon viel früher. Und ich hoffe halt, dass es auch wirklich, 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 wirklich klappt und dass ich auch alles richtig mache. Ja, ich bin nicht neidisch. Du musst aber neidisch auf mich sein. Mein Pikachu ist einzigartig. Hallo, Bill. Bill? Ja, Pikachu, so gucke ich gerade auch. Bill. Ein PC. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Ach, das ist also ein Teleporter. Hey, du komisches Pokémon. Hast du Bill gesehen? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Du glaubst mir nicht? Okay, mir ist ein Experiment missglückt und dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Wobei auch immer, klar. Okay, ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Waka waka. Und Pikachu halt gar nichts. Das ist auch immer ziemlich geil an dieser Edition, diese kleinen Agierungen von Pikachu, diese Interaktion, zum Beispiel jetzt hier auch mit Bill, ist in Rot und Blau halt nicht so, weil du kein Pikachu dabei hast, das dir hinterherläuft. So, dann wollen wir doch mal hier unsere Hackerkenntnisse anwenden. Chibi hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Ja, wunderbar. Ausgezeichnet. Oh Gott. Ja, Pikachu ist, nennen wir es sichtlich überrascht. Hey, klasse. Danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Ja. Nein.
Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Ah, hier, nimm einfach das hier. Chibi erhält ein Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. Oder MS Anne, wie auch immer man das ausspricht. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Klar. Können wir mein Pikachu auch gleich bei dir lassen? Das ist irgendwie so ein bisschen... Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Ach, immer noch. Na gut. Pikachu, kommst du wieder mit? Ja. Folge mir einfach. Dann wird sich alles aufklären. Genau so ist es. So, und wenn wir jetzt hier raus und wieder reingehen, steht Bill etwas anders, aber das ist jetzt egal. Eine Liste von Bills Lieblings-Pokémon. Ja, Evoli haben wir schon. Flamara. Holen wir jetzt uns den Pokédex-Eintrag, genauso wie den von Blitzer. Das Pokémon habe ich eigentlich auch ganz gerne, nur mein Lieblings-Pokémon ist halt ein wenig das Flamara hier. Dessen Sprite ich auch einfach awesome finde. Die von Blitzer und Aquana sind auch nicht schlecht, ganz besonders das von Aquana. Das habe ich schon in einigen anderen Editionen viel, 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 viel beschissener gesehen. Und hier unten kommen wir nur mit Zerschneider lang, richtig? Derp, 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 derp. Ach nee, Quatsch, gar nicht. Das war ja auch wieder... Wieder Gold, Silber. Dum, 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 dum. Jump. Oh, Professor, Officer, Rocky und so ist zur Seite gegangen. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Boah, seid ihr Flaschen. So, zwei Optionen stehen uns jetzt zur Verfügung. Und zwar einmal durch dieses Haus da zu gehen. Und zu schauen, was da drin so vorgefallen ist. Oder wir statten der guten Misty mal einen Besuch ab. Das wäre Option 2. Aber als aller erstes Bills PC. Ist eigentlich meiner, aber na gut, schenken wir das mal Bill. Ablegen. Paras. Tschüss, Paras. So. Ja, ich würde sagen, wir schauen noch mal ganz kurz, was so in diesem Haus passiert ist. Oh mein Gott, was hat denn hier gewütet? Tornado? Pflanze umgefallen, hier der Tisch irgendwie kaputt und so, die Stühle stehen schief, die Wände hat Risse? Abdrücke? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge erst werden wir mal hier unsere Sherlock Holmes Kleidung rausholen und unser Notizblock und dann werden wir mal die Leute hier befragen. Inspektor Chibi am Werk. In der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Gelb. Bis dahin. Ciao.